Shivaya, begrüße dich ganz herzlich hier im Raum und zu Hause am Bildschirm zu dieser Yogastunde. Mein Name ist Premala. Ich gebe heute eine Yoga-Vidya-Mittelstufenstunde mit dem Schwerpunkt Umkehrstellungen, klassisch am Montagnachmittag. Und wir beginnen auch ganz klassisch mit der Anfangsentspannung. Dafür richte dich auf deiner Matte ein. Baue Shavasana systematisch auf von den Füßen. Sollten mindestens Hüft- eher mattenbreit auseinandergelegt sein, sodass das Becken guten Entspannungsimpuls bekommt. Die Füße fließen entspannt nach außen. Arme etwas abgelegt vom Körper, Handflächen zeigen vertrauensvoll nach oben. Spür die Kontaktpunkte deiner Körperrückseite zum Boden, die Fersen, Waden, Unterschenkel, Unterseite deiner Oberschenkel, Gesäß, die verschiedenen Punkte entlang der Wirbelsäule, Handrücken, Arme, Schulterblätter, Nacken, Hinterkopf. Wenn du eine Brille drehst, kannst du diese gerne für die Anfangs- und Endentspannung ausziehen, falls du es nicht schon getan hast. Und nimm Verbindung auf zu deinem Atem. Atme tief in den Bauch. Spür, wie mit der Einatmung sich deine Bauchdecke hebt. Ausatmung wieder Richtung Boden senkt. Lass dich mit jeder Ausatmung ein Stückchen tiefer in den Boden hineinsinken. Spür, wie der Körper immer schwerer wird. Du alle Spannungen abgibst, dich tragen lässt von Mutter Erde. Genieße dieses Gefühl der Geborgenheit und des Getragenseins. Noch einen Moment in Stille. Komm dann langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit in diesem Raum an, in diesem Körper. Vertiefe deine Atmung. Nimm frisches Prana, frische Lebensenergie auf mit jedem neuen Atemzug. Spür, wie dich die Energie durchströmt. Schick kleine Bewegungsimpulse zu den Händen, zu den Füßen.
Lass die Bewegung langsam größer werden. Recke dich, strecke dich. Seufze und gähne. Mach die Bewegung und die Geräusche, die dir jetzt gut tun. Bleib aber noch auf dem Rücken liegen. Wir beginnen mit rumpfstärkenden Übungen im Liegen. Ein starker Rumpf ist auch besonders wichtige Voraussetzung für die großen Umkehrstellungen, wie Shirshasana und Savangasana. Kann man eigentlich erst dann richtig gut aufbauen, Schritt für Schritt, wenn man starken Rücken, starken Front hat. Dafür stell die Beine vorm Gesäß auf. Bring das Becken nach oben zu Sedubanasana, zur Brücke. Verschränk die Hände unterm Gesäß. Wenn du magst, komm in Kali Mudra, das heißt, Zeigefinger strecken nach vorne. Alle anderen Finger sind ineinander verschränkt. Und dann hebe mit dem gehobenen Gesäß das rechte Bein nach oben. Strecke es so weit wie möglich nach oben. Halte die Verbindung zum Atem und wenn es dir möglich ist, lege das gestreckte Bein mit geflextem Fuß langsam, bring es Richtung Boden, Becken bleibt gehoben, gestrecktes Bein senkt sich ungefähr bis zur Kniehöhe des anderen Beines, dann wieder heben. Verbinde das mit der Ein- und Ausatmung, einatmen, heben, ausatmen, senken. Mit der nächsten Ausatmung setze das gebeugte, dann wieder gebeugte rechte Bein ab. Roll dich einmal kurz ab. Das heißt, öffne die Hände, setze das Gesäß ab, roll dich einmal kurz ab. Zieh die Beine zu dir heran, umfasse die Knie, mach ein kleines Paket, eine Gegenbewegung. Du kannst dich auch etwas von Seite zu Seite bewegen. Dann stell die Füße wieder auf vorm Gesäß. Mach dich bereit für die zweite Runde mit dem Aspekt auf dem linken Bein. Mit der Einatmung hebe das Gesäß, verschränk die Hände unter dem Gesäß. Bring das Gesäß so weit wie möglich nach oben. Die Schultern eng zusammen, sodass es wirklich eine Schulterbrücke ist. Und dann mit der nächsten Einatmung hebe das linke Bein gestreckt nach oben, flex den Fuß. Und mit der Ausatmung lass das gestreckte lange Bein gerade sinken Richtung Boden bis auf Kniehöhe des anderen Beines. Schau, dass das rechte Knie nicht zur Seite wegrutscht. Und so verbinde die Bewegung der Bein, gestreckten Beinhebung und Senkung mit der Atmung. Einatmen, heben, ausatmen, achtsam senken. Einatmen, wieder heben, ausatmen, senken. Und bei der nächsten Ausatmung knicke das Bein wieder ein, stelle es ab, roll dich wieder ab, also löse die Hände, roll dich wieder ab. Spür einen Moment nach in Shavasana oder du stellst die Füße mattenbreit auf und lässt die Knie zusammen sinken. Das kann auch ein angenehmer Impuls, Entspannungsimpuls sein für den unteren Rücken. Dann roll dich auf deine rechte Seite. Du kannst dich auf dem rechten Arm ablegen. Den rechten Arm kannst du nach oben strecken, wenn du möchtest. Der linke Arm steht vor dir. Die Beine sind ausgestreckt, lang. Schau, dass du mit dem unteren rechten Fuß guten Bodenkontakt aufnimmst und dann hebe mit der nächsten Einatmung dein Becken
nach oben, komm nach oben in eine Seitplanke. Dafür kannst du schlecht den Arm, Entschuldigung, ich habe mich verwechselt. Dafür kannst du schlecht den Arm ausgestreckt haben, sondern er muss angewinkelt sein unter dir. Genau. Komm in eine schöne Ausrichtung, Kopf in Verlängerung. Und wenn du die Kraft hast, kannst du das linke Bein mit der Einatmung heben in einer langen Linie, das Gesäß, Fersengesäß, Schultergürtel bilden eine lange Linie. Mit der Ausatmung Gesäß wieder senken, dreh dich dann zur anderen Seite um, stütz dich auf den linken Arm ab. Rechter Arm kannst du vor dir aufsetzen, sodass du eine gute Balance hast erstmal. Nimm Kontakt mit der linken Außenkante zum Boden auf und mit der nächsten Einatmung bring deine Hüfte nach oben. Verbinde dich, halte die Atmung, schau, wo deine Mittelachse ist. Der Ausatmung kannst du das Bein auch wieder senken, einatmen, linkes Bein heben, halten. Spür deine Kraft, ausatmen, senken, ablegen. Komm nochmal in der Rückenlage zu einer Zwischenentspannung. Dann stell die Beine auf, zieh sie zu dir ran, umfass die Knie und wenn dein Rücken damit einverstanden ist, roll dich über die Länge vorne und hinten nach oben zum Sitzen oder komm auf deine Art und Weise, gerne auch rückenschonend über die Seite nach oben zum Sitzen. Für gemeinsame Einstimmung mit dreimal Om und dem Anrufungsmantra. Richte deinen Sitz am besten so ein, dass du auch anschließendes Pranayama da gut bleiben kannst, wenn du im kreuzbeinigen Sitz sitzt und die Knie noch ein wenig in der Luft schweben, weil vielleicht die Leisten noch nicht so geöffnet sind, dass sie nach unten sich ablegen können, leg dir gerne Kissen unter die Knie oder such dir eine andere Sitzhaltung, wie zum Beispiel Fersensitz, der dann noch besser ausübbar ist, vor allem der Körper besser in der Haltung zur Ruhe kommen kann. Finde dein inneres Lot, deine Mittelachse. Spür die Aufrichtung zwischen Erde und Himmel, Körper dazwischen als Instrument. Atme von deiner Körpermitte aus ein. Für dreimal Om. 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 Om Ganganapataye Namaha. Om Saravanabhavaya Namaha. Om Aim Saraswatyai Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Adi Shaktyai Namaha. Om Namah Shivaya.
grüße nochmal alle, die vielleicht noch dazugekommen sind. Online, hier im Raum, es ist bei denen geblieben, die schon da waren. Mein Name ist Premala und ich darf euch durch diese Yoga-Vidya-Mittelstufenstunde mit dem Schwerpunkt Umkehrstellung begleiten. Ich gehe davon aus, dass ihr mit der Yoga-Vidya-Grundreihe und auch den Atemtechniken Kapalabhati und Anuloma Viloma vertraut seid, dass es eine Mittelstufenstunde ist. Und wie immer gilt natürlich, innere Intelligenz geht vor allen Ansagen. Also wenn du merkst, dass du eine Übung leichter oder intensiver ausführen möchtest, als ich das ansage, bist du natürlich jederzeit frei, das zu tun. Das gilt auch für die angesagten Pranayama-Rhythmen, die sich an der Mittelstufe orientieren. Wir werden 2 Runden Kapalabhati machen, danach Anuloma Viloma und dann geht's in die Bewegung weiter. Also richte dich nochmal gut ein und auf für Kapalabhati. Gerade bei Kapalabhati ist es wichtig, dass der Brustkorb weit und offen ist, also dass du so eine angenehme, aufrechte Haltung hast. Die Schultern können nach hinten, unten schmilzen. Brustkorb ist geweitet. Also das Gegenteil von dem, was wir sonst häufig im Alltag machen, dass wir die Schultern eher vorne zusammenziehen. Bei Kapalabhati schöne, anmutige, volle Aufrichtung. Kannst auch nochmal, wenn du vorbereitend durch beide Nasenlöcher einfach ein- und ausatmest, den Atem fließen lässt, mit jeder Ausatmung deine Gesäßhöcker noch ein bisschen tiefer ins Kissen sinken lassen. Und spür, wie sich so eine Länge in deiner Wirbelsäule manifestiert. Länge und Öffnung. Gesäßchakra sinken in den Boden. Scheitel strebt Richtung Decke. Und nimm gerne ins Kapalabhati auch nochmal den Aspekt einerseits Aktivierung, Harmonisierung, aber auch Reinigung. Kapalabhati ist eins der Kriyas, der Shat-Kriyas, also du kannst hier auch dir vorstellen, dass du mit jeder forcierten Ausatmung alles abgibst, nicht nur auf biochemischer Ebene, auch vielleicht auf emotionaler Ebene, was du gerade hier in der Praxis oder auch grundsätzlich nicht mehr brauchst. Und aus diesem Gedanken heraus atme tief und vollständig ein. Tief und vollständig aus. Atme dann bequem ein zu 2/3, 3/4 und beginne mit der ersten Runde. Hamso, 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 so, hamso, 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 hamso. Atme tief und vollständig aus, leere die Lungen, halte den Atem mit geleerten Lungen an. Wenn du magst, stütze dich auf den Knien auf oder auf dem Boden vor dir. Körper in Verlängerung, Kopf in Verlängerung aufgerichtet. Praktiziere gerne Mula Bandha. Wenn du damit vertraut bist, Nauli oder Agnistara, zur Aktivierung. Halte den Atem nur so lange an, wie es angenehm möglich ist. Wenn der Einatemimpuls kommt, löse die Bandhas, richte dich auf, lass die Bauchdecke weich werden, lass frisches Prana einströmen für eine Zwischenatmung. Atme aus, tief und vollständig.
Atme dann bequem ein, zu zwei Dritteln, drei Vierteln. Halte den Atem mit gefüllten Lungen, mit weitem Brustkorb. Schließe gerne die Augen, versenk dich ganz in deine eigene Praxis. Setze Mula Bandha und bring deine Aufmerksamkeit zum Manipura Chakra, zu deinem Sonnengeflecht, um deinen Bauchnabel herum. Stell dir vor, dass dort eine goldene Sonne rotiert, die Lebensenergie Prana, ja, verwandelt, zugänglich macht, bereitstellt für dich. Halte auch hier den Atem nur so lange an, wie es für dich angenehm möglich ist. Und wenn du noch nicht ausgeatmet hast, dann atme jetzt aus für eine Zwischenatmung tief und vollständig. Marco, könntest du einmal den Vorhang zumachen, bitte? Atme dann tief und vollständig ein. Atme nochmal tief und vollständig aus. Atme dann bequem ein, zu zwei Dritteln, drei Vierteln und beginne mit der letzten und zweiten Runde. Hamso, 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 ham, 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 so. Hamso, hamso, atme wieder tief und vollständig aus. Halte den Atem an mit geleerten Lungen. Stütze dich auf vor dir, wenn du magst. Setze gerne in der letzten Runde Uddiyana Bandha, also Mula Bandha, Beckenbodenverschluss, Uddiyana Bandha, Bauchnabel zieht nach hinten oben, bildet ein Vakuum. Halte den Atem nur so lange an, wie angenehm möglich. Löse dann die Bandas, lass die Bauchdecke weich werden. Richte dich auf, atme tief und vollständig ein. Atme dann tief und vollständig aus. Atme bequem ein, zu zwei Dritteln, drei Vierteln. Halte den Atem an mit gefüllten Lungen, aufgerichteter Brustwirbelsäule, Brustkorb. Setze Mula Bandha und wander mit deiner Aufmerksamkeit von deiner Körpermitte, von Manipura Chakra zu Muladhara Chakra. Stell dir vor, wie sich dort die zuvor im Sonnengeflecht gesammelte Energie hineinsenkt, hineinfließt. Schließe gern die Augen, bleib ganz bei deiner Praxis. Dort ein Energiespeicher bildet und vielleicht spürst du einen Impuls, dass Energieperlen in dir, in deiner feinstofflichen Wirbelsäule nach oben streben, nach oben perlen, entlang der Chakras, wenn du damit vertraut bist. Richtung Kopf, Dach, Schädel, über den Schädel hinaus, Kapalabhati, scheinender Schädel. Halte die Luft aber nur so lange an, wie angenehm möglich. Wenn
Wenn der Atemimpuls kommt, löse Mula Bandha, lass den Atem in seinem natürlichen Fluss fließen. Spür noch einen Moment der Wirkung von Kapalabhati nach. Dann für dich, ob du vor der Wechselatmung Anuloma Viloma deine Sitzhaltung nochmal verändern möchtest, vielleicht die Beine einmal ausstrecken, ausschütteln, lockern und dann idealerweise andersrum zusammenlegen, sodass beide Seiten gleichmäßig gedehnt werden. Oder du bleibst direkt in der meditativen Haltung sitzen. Für Anuloma Viloma spür nochmal durch deine Sitzasana hindurch von den Füßen, Beine, Becken, Wirbelsäule, Hände, Arme, Schultern, Nacken, Kopf. Gerade die Schulterpartie, kannst auch gerne mit der Einatmung die Schulter nochmal weit nach oben ziehen. Mit der Ausatmung nach hinten, unten ablegen. Da auch nochmal ein Bewusstsein schaffen, dass die Schultern möglichst während der ganzen Wechselatmung auf dieser Ebene bleiben. Gerade die rechte Schulter neigt dazu, wenn der rechte Arm längere Zeit die Nase verschließt, nach oben zu wandern. Da kannst du dir immer mal wieder selber die Erinnerung geben, die Schulter sinken zu lassen. Bring die linke Hand in Shin Mudra, die rechte Hand in Vishnu Mudra, sodass Zeigefinger, Mittelfinger am Daumenballen eingeklappt sind. Bring den rechten Arm dann eng an deinen rechten Körper, wenn du magst. Unterstütze mit links. Verschließe mit dem rechten Daumen das rechte Nasenloch. Atme ein über links. Nimm frisches Prana auf. Verschließe beide Nasenlöcher. Halte den Atem an und spür nochmal rechte Schulter, Nasenspitze nach vorne ausgerichtet, Kinn parallel zum Boden. Öffne dann rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig über 8 Sekunden verteilt aus. Atme rechts ein, nimm frisches Prana auf, halte den Atem an. Spür in deinen Körper hinein, nimm die entspannende Wirkung wahr von Anuloma Viloma. Öffne dann links, atme links, ruhig und vollständig, über 8 Sekunden aus. Atme links, tief ein, möglichst lautlos, nimm frisches Prana auf, halte den Atem an. Konzentriere dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen oder Agnya Chakra in der Mitte deines Kopfes. Öffne rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig, über 8 Sekunden verteilt aus. Atme rechts tief ein, nimm frisches Prana auf, halte den Atem an. Spür die ausgleichende Wirkung der solaren und lunaren Energien in deinem Körper, Pingala und Ida. Öffne links, atme links, ruhig und gleichmäßig, über 8 Sekunden aus. Atme links tief ein, nimm frisches Prana auf, halte den Atem an. Konzentration, Agnya Chakra oder Punkt zwischen den Augenbrauen. Öffne rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig, über 8 Sekunden verteilt aus.
Atme rechts tief ein. Halte den Atem an. Wiederhole innerlich ein Mantra. Das kann Om sein, Om Namah Shivaya oder das Mantra deiner Wahl. Öffne links, atme links ruhig und gleichmäßig aus. Atme links ein, nimm frisches Prana auf. Halte den Atem und wiederhole innerlich das Mantra deiner Wahl. Öffne rechts, atme rechts, ruhig und gleichmäßig, über 8 Sekunden verteilt aus. Atme rechts ein, halte, Mantra. Öffne links, atme links, ruhig und vollständig, über 8 Sekunden aus. Links tief ein, halte in Stille. Öffne rechts, atme rechts ruhig und gleichmäßig aus. Atme rechts tief ein. Halte. Öffne links, atme links, ruhig und gleichmäßig aus. Lass am Ende der Ausatmung die rechte Hand sinken. Bleibe noch einen Moment sitzen in der Wirkung der Wechselatmung. Du hast deine Energien aktiviert, gereinigt, harmonisiert durch Pranayama. Jetzt geht's weiter in den körperlichen Teil, in die körperliche Bewegung. Mache dich dafür bereit, stell dich auf Bewegung ein, entferne alle Dinge, die du gleich auf der Matte im Stehen nicht brauchst, für die Übungen. Und bei den Umkehrstellungen ist es ja so, dass man da meistens die großen Umkehrstellungen besonders mit assoziiert, wie Shirshasana oder Savangasana, Skorpion und Handstand. Das wird uns gleich der liebe Gajendra alles vormachen. Nein, Scherz, immer so wie es geht. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere Umkehrstellungen. Weil Umkehrstellung bedeutet im Grunde ja Herz über Kopf. Das heißt, normal in unserer aufrechten Standhaltung ist der Kopf über dem Herzen und bei jeder Art von Umkehrstellung ist das Herz über dem Kopf. Dadurch beginnt schon die Umkehrung des Blutkreislaufes. Blut fließt zurück, kann besser ausgetauscht, erneuert werden, in Schwung gebracht werden, hat ganz viele positive körperliche Wirkungen, aber halt auch emotionale. Man kann Themen auch mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, als man es sonst vielleicht tut. Und dafür beginnen wir noch vor den Sonnengrüßen mit Vorwärtsbeuge. Und für die Vorwärtsbeuge kannst du die Füße ruhig so Hüft
schmal aufstellen. Spür aber wirklich auch nochmal die Verbindung zum Boden. Bau ein Fundament auf, nimm Bodenkontakt auf. Schau, dass das Gewicht gleichmäßig verteilt ist, dass du dich aus deinen Fußgelenken, Kniegelenke, Becken heraus aktiv aufrichtest. Du kannst dir auch vorstellen, du drückst die Erde weg, dadurch spürst du eine Körperspannung. Das wird eine aktive Haltung, also nicht so ein Rumstehen, sondern eine aktive Haltung. Mula Bandha ist eine sehr gute Übung, also Beckenbodenverschluss setzen, um das Becken aufzurichten, den unteren Rücken zu stärken. Und werd dir deiner Mittelachse bewusst. Im Moment ist deine Mittelachse gerade ausgerichtet. Mit der nächsten Einatmung bring die Arme lang nach oben, zieh dich lang nach oben. Und mit der Ausatmung komm entweder mit geradem Rücken oder gerollt nach unten in die Vorwärtsbeuge. Lass dich hier erstmal einige Momente hängen. Das heißt, du bleibst in der Vorwärtsbeuge, du atmest zwischen. Du kannst gerne die Hände lösen, die Ellenbogen umfassen, sodass du noch ein bisschen mehr vielleicht die Dehnung der Beinrückseiten spürst. Das kannst du auch steuern, indem du guckst, Knie erstmal eher ein bisschen anbeugen oder ein bisschen mehr in die Streckung kommen. Mach gerne mit dem Kopf eine Ja-Ja-Nein-Nein-Bewegung. Lass dich richtig schön in die Vorwärtsbeuge hineinsenken. Vorwärtsbeuge, eine der ersten Umkehrstellungen, Herz über Kopf. Und wir bleiben noch einen Moment in der Vorwärtsbeuge und dafür bring die Hände dann wieder seitlich an den Boden. Also idealerweise die Hände in einer Linie, die Fingerspitzen mit deinen Zehenspitzen. Und dann verlagere das Gewicht auf den linken Fuß und heb das rechte Bein. Gestreckt nach oben, Ferse geflext. Und schau, ob du den Kopf locker hängen lassen kannst. Verbind dich mit deiner Atmung. Zieh durch die Fußsohle Atmung. Prana aus Mutter Erde nach oben. Mit der Ausatmung Fuß wieder absenken. Vielleicht nochmal die Schulter ein bisschen durchlockern, Hals, Nacken lockern und dann das Gleichgewicht verteilen auf den rechten Fuß, gestrecktes, geflextes linkes Bein nach oben, soweit es geht. Vielleicht geht es ja sogar Richtung Stehen im Spagat. Spür deine Kraft, zieh den Atem aus dem Boden, mit der Ausatmung lass das Bein wieder senken, lass dich nochmal hinab. Dann mit der nächsten Einatmung rolle dich langsam, Wirbel für Wirbel, gerne auch mit etwas angebeugten Knien nach oben, ganz bewusst. Und jetzt machen wir etwas ungewöhnlich, zu Anfang auch nochmal eine Grätschhaltung, nicht Richtung Trikonasana, sondern du stellst die Beine mindestens eine Beinlänge auseinander, schau, dass die Füße parallel zur Matte sind und auch richtig guten Bodenkontakt haben. Hier wieder aktive Beine, Mula Bandha setzen, Becken aufrichten, schau, wo deine Mittelachse ist. Bring dann deine Arme wieder nach oben mit der Ausatmung. Bring die Arme, Hände nach unten und probier jetzt mal deine Gesäßhöcker wirklich ein bisschen nach hinten zu drücken und eventuell, falls das möglich ist, kannst du den Beinabstand noch ein bisschen aufspreizen, so dass du irgendwann den Punkt erreichst, dass dein Schädel Bodenkontakt bekommt. So kannst du nämlich Shalam Shirshasana schon mal eine Vorübung für machen. Dein Schädel hat Bodenkontakt, die Hände sind aufgestellt, die Beine gegrätscht. Oder sowas in der Art, sowas auf dem Weg dahin. Mit der nächsten Einatmung verstärke den Druck auf die Hände, komm mit dem Rücken nach oben, schließe dann am besten erstmal die Beine wieder etwas, sodass du dann aus einer Rücken freundlichen, schonenden Art und Weise nach oben kommen kannst zum Stehen. Die ersten zwei Umkehrstellungen in Variation.
Dann mach dich bereit für den Sonnengruß. Komm ans vordere Ende deiner Matte, um ein bisschen den Kreislauf in Schwung zu bringen, aufzuwärmen für die späteren Haltungen. Atme ein, atme aus. Namaste. Einatmen, nach oben strecken, lang werden. Ausatmen, nach unten, Vorwärtsbeuge. Einatmen, rechts nach hinten. Atem anhalten, in den Stütz. Ausatmen, 8 Punkte Stellung. Einatmen, kleine Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Und hier bleibt nochmal einige Atemzüge. Statisch im herabschauenden Hund, das heißt, du gehst tief in die Atmung. Du kannst gerne mit den Fersen auf und ab dich bewegen. Spür die Dehnung in den Beinen, Rückseiten. Und schau, dass du den Hund wirklich schön aufbaust. Wenn du statisch im Hund bist, kann es sein, dass du den Abstand ein bisschen anpassen musst. Nicht ganz so weit auseinandergestellt. Hände gespreizt, Handballen pressen in den Boden. Drück dich aus den Handgelenken, Schultergelenken in einer langen Linie nach hinten. Dafür kann es auch hilfreich sein, dass du deine Knie mal anbeugst und das Gesäß richtig weit nach hinten streckst, wie so ein Entenhintern. Und dann mit der Ausatmung die Fersen Richtung Boden, sodass du dich wirklich schön aus dem Becken herunterbeugst. Herabschauender Hund, Umkehrstellung. Einatmen, rechter Fuß nach vorne. Ausatmen, links dazu. Ein, nach oben kommen. Aus, Arme senken. Ein, aus, Namaste. Ein, nach oben. Aus, nach unten, ein, links, Atem anhalten, Stütz. Ein schöner Stütz von den Fersen bis zum Hinterkopf. Spür die Kraft, die du in Kapalabhati aufgenommen hast. Ausatmen, 8 Punkte Stellung. Ein, Kobra, aus, herabschauender Hund. Und auch hier, bleib nochmal, richte dich gut ein. Hier vielleicht nochmal wieder diese Knie anbeugen, Gesäß nach hinten strecken, aus dem Becken heraus kippen. Dann mit der Ausatmung die Fersen langsam Richtung Boden geben oder auch hier nochmal Kamelgang. Drück dich mit den Handflächen weg vom Boden. Brust und Kinn, Nasenspitze möchten Richtung Knie. Und tiefe Atmung. Man kann sogar Kapalabhati sehr schön im Hund machen, aber das machen wir jetzt nicht, haben wir ja schon. Einatmen, linkes Bein nach vorne. Ausatmen, rechts dazu. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, Arme senken. Ein, aus, Namaste. Ein, nach oben. Aus, nach unten. Ein, rechts. Atem anhalten, Stütz. Aus, Kobra, ein, Entschuldigung, jetzt bin ich irgendwie durcheinander. Ein Kobra, aus, herabschauender Hund, so rum. Ein, rechtes Bein nach vorne, aus, links dazu. Ein, nach oben strecken, aus, Arme senken. Ein, aus, Namaste. Ein, nach oben. Aus, nach unten, ein linkes Bein, Atem anhalten, in den Stütz, ausatmen, nach unten kommen, einatmen, nach oben, also Kobra, ausatmen, herabschauen nach Hund, einatmen, linkes Bein, ausatmen, rechtes Bein, einatmen, nach oben, ausatmen, Arme senken. Jetzt nochmal. Sonnengruß mit einer kleinen Variation. Ein, aus, Namaste. Ein, nach oben. Aus, nach unten. Ein, rechts. Atem anhalten in den Stütz. Aus, Kobra. Die Variation kommt erst im Hund. Ein, Kobra. Aus, herabschauender Hund. Irgendwas ist halt komisch. Aus, herabschauender Hund. Und im herabschauenden Hund. Hast du jetzt schon zweimal ausführlich geübt, wie man sich da wunderschön einrichten kann. Heb mit der nächsten Einatmung das rechte Bein nach oben. Schau, dass du wirklich von den Handgelenken bis zum Fußgelenk eine lange Linie hast.
Kopf in Verlängerung. Und wenn du magst, kannst du dann das Bein anknicken, die Ferse Richtung Gesäß bringen, das Becken aufdrehen und den rechten Fuß hinter dem linken Fuß absetzen. Rechte Hand strebt nach oben, sogenannte Rockstar-Pose, Handgelenke in einer Linie. Mit der nächsten Einatmung rechte Hand wieder zum Boden, rechter Fuß auch zurück. Einatmen, rechtes Bein nach vorne. Ausatmen, links dazu. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, Arme senken. Ein, aus, Namaste. Ein, nach oben, aus, nach unten. Ein, links, anhalten, Stütz. Ausatmen. 4-8-Punkte-Stellung, die habe ich vergessen, das war's. Einatmen, Cobra. Aus, herabschauender Hund. Und dann auch hier. Verlagere dein Gewicht wieder so. Erst alle 4 Punkte gut aufsetzen oder guten Kontakt aufnehmen. Dann das Gewicht auf dem rechten Fuß, linkes Bein gestreckt heben. Fuß geflext. Drück dich nochmal aus den Handgelenken nach hinten. Und dann, wenn du magst, klapp das linke Bein ein. Setze die Ferse, den Fuß hinter dir auf. Linker Arm strebt nach oben. Du schaust zu deiner linken Hand, verbind dich mit deiner Atmung. Mit der nächsten Einatmung bring die linke Hand und den linken Fuß wieder zurück. Nächste Einatmung nach vorne. Ausatmen, links, rechts dazu. Einatmen, nach oben kommen. Ausatmen, Arme senken. Bleib einen Moment in Tadasana stehen. Aktive Haltung, spür, wie dein ganzer Körper in Bewegung geraten ist, Wärme entwickelt hat, lockerer geworden ist, schon etwas gedehnt und aktiviert wurde. Und wander dann, wenn dir das möglich ist, mit geschlossenen Augen rückwärts auf deiner Matte nach hinten bis zum Ende, bis du das Ende deiner Matte kommen spürst. Und dann komm nach unten in Garbhasana-Stellung des Kindes. In der Stellung des Kindes ist es wichtig und hilfreich, dass die Ellenbogen Bodenkontakt haben, sodass die Schulterblätter wirklich auch gut entspannen können. Du kannst dir gerne Hilfsmittel dazu nehmen. Wenn das Gesäß in der Luft schwebt, kannst du dir auch gerne ein Kissen zwischen Gesäß und Füße legen. Visualisiere schon mal vor deinem inneren Auge, welche Haltung du als nächstes einnehmen möchtest. Ich werde Shirshasana ansagen, aber du kannst natürlich selbstverständlich auch gerne eine der Vorübungen praktizieren. Das kann einerseits natürlich der herabschauende Hund sein. Das kann der Hase sein, der Clown und der Delfin. Beim Delfin ist es ja so, dass du da die maximale Wirkung für deinen Oberkörper, für Schultern und Arme hast, wenn du die Arme auch möglichst nah vor deinen Knien aufsetzt. Das ist deutlich anstrengender, als wenn die so eine halbe Körperlänge entfernt sind. Und hier im Raum ist es so, dass ich auch, dass wir jetzt wieder Hilfestellung geben können, dass ich gleich auch rumgehen werde.
Und ja, wenn du deinen Entschluss gefasst hast, ob du in Shirshasana gehen möchtest oder in eine der anderen Haltungen, komm mit der, roll dich mit der nächsten Einatmung nach oben, um das, was du innerlich beschlossen und visualisiert hast, zu manifestieren. Gibt es jemanden hier im Raum, der gerne eine Hilfestellung haben möchte beim Kopfstand? Gerne, komme ich gleich vorbei. Gibt es jemanden, der im Kopfstand sicher ist und Hilfestellung für Skorpion haben möchte? Komme ich auch dann vorbei. Ich würde dann bei dir anfangen. Gut, wunderbar. Dann sage ich jetzt erstmal den Kopfstand nochmal an für alle, die gerne in den Kopfstand gehen möchten. Bau es gut und sicher auf das Fundament. Dafür umgreifst du deine Ellenbogen, setze sie möglichst nah vor deinen Knien auf, verschränk die Hände ineinander, nimm den kleinen unteren Finger vor den anderen unteren Finger, sodass die kleinen zarten Gelenke geschützt sind, setze dein Schädeldach ab in dem Nest, in deinen gefalteten Händen. Bring dann das Gesäß nach oben, streck die Beine durch, wander immer näher mit deinen Füßen zu deinem Rücken heran, so dass dein Rücken schon ganz gerade ist. Und wenn der Rücken ganz gerade ist, dann mit Ruhe, ruhig, 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 mit Ruhe, lass die Beine, zieh sie zu dir heran. Und lass sie nach oben wachsen. Erst das Becken aufrichten. Und dann die Beine Richtung Decke wachsen lassen. Wenn du dich sehr wohl und sicher im Kopfstand fühlst, kannst du gerne auch mal mit Beinvariationen im Kopfstand experimentieren oder auch zum Skorpion weitergehen. Dafür würdest du die Füße nach hinten senken lassen, die Arme dann aufstellen. Gerne. Gibt es hier im Raum noch jemand, der Hilfestellung haben möchte? Ja. Hinter dir, du kannst die Fersen senken, ja, die Hände dann seitlich aufstellen, vielleicht noch ein bisschen weiter und dann versuchen, dich noch weiter nach oben zu drücken, Kopf nach oben, ja, wunderbar. Mit der nächsten Ausatmung komm erstmal aus der gewählten Stellung heraus, komm nochmal in die Stellung des Kindes. Es steht dir natürlich absolut frei, du kannst auch gerne im Kopfstand bleiben für den Rest der Stunde, ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Wäre jetzt nur meine Anregung, weil ich gerne gleich nochmal als Variante mit euch den Clown, also die Vorübung zu Shalamb Shirshasana machen würde und die ein oder anderen dann vielleicht auch in Shalamb Shirshasana weitergehen wollen. Aber wenn du im Kopfstand warst, ist es auch sehr hilfreich, mit den Fäusten so einen kleinen Fäustchenturm zu bilden unter der Stirn, sodass der Blutrückfluss nicht zu abrupt ist. Und es gibt dem einen oder anderen auch einen ganz schönen Entspannungsimpuls für den Nacken. Und dann mit der nächsten Einatmung roll dich Wirbel für Wirbel nach oben in den Fersensitz
Und ich werde hier mit Kajendra zusammen den Clown, kennst du den Clown? Magst du den Clown einmal vormachen? Beim Clown kommst du aus dem Fersen, setzt du deine Hände vor dir auf und dann setzt du das Schädeldach im Dreieck dazu auf, den Boden, stellst dann im Grunde auch, streckst die Beine durch und wanderst dann genau mit den Knien auf die Ellenbogen. Das ist der Clown. Hier kannst du halt schon sehr gut dann auch den Bodenkontakt mit dem Schädeldach üben und halt auch die Aufrichtung des Rückens, die Kraft. Und wer mag, kann probieren, aus dem Clown, also wer im Kopfstand stabil ist, aus dem Clown Bein für Bein nach oben zu wandern. Hier kann man auch einen asymmetrischen Shalamshasana machen, sodass du mit dem einen Bein nach oben wanderst, das andere noch unten behältst. Ich stehe mal hier hinter dir, wenn du es ausprobieren möchtest. Nö, kein Problem. Dann baue es langsam wieder ab. Der Clown ist für viele Menschen eine gute Übung, weil sie sich da so ein bisschen sicherer fühlen, ein bisschen mehr Standkraft haben. Wobei Shalabhashasana, wenn man wirklich die Beine oben hat, nicht unbedingt, ja, ist Geschmackssache. Die einen fühlen sich da einfacher, mit die anderen nicht so einfach. Und man kann dann auch das Ganze noch, wenn man wirklich von hier aus die Beine ganz nach oben bekommt, in den Kopfstand das Ganze verstärken, wenn man sehr, sehr sicher ist, dass man die Arme nach hinten durchstreckt oder zu den Seiten durchstreckt. Aber das sind dann sehr fortgeschrittene Variationen für den Kopfstand. Die sollte man nur üben, wenn man da ganz sicher ist. Clown, seid ihr alle mal mit dabei gewesen von der Partie? Ich habe jetzt nicht genau in den Raum blicken können, weil ich gerade bei Gajendra war. Okay, wunderbar. Dann, da sehe ich noch einen wunderschönen Clown. Dann vielleicht auch noch mal einmal diese Variante, weil das wird ja auch, das ist ja einfach immer die ideale Vorbereitung für jede Art von Umkehrstellung, nämlich der wunderbare Delfin. Und das, was ich gesagt hatte vorhin, heißt, du legst deine Hände halt auch übereinander, also die Ellenbogen, umfasst die Ellenbogen, verschränkst die Hände ineinander. Du kannst ja auch ein wunderbares Kali Mudra setzen. Das gibt dir immer so eine schöne Direktion an. Und dann von hier aus einfach die Zehen aufstellen, das Gesäß nach oben bringen. Und wenn du so nah dran bist, kannst du hier mit deiner Nasenspitze über deine gefalteten Hände fahren und du wirst merken, dass das wesentlich anspruchsvoller und intensiver ist, als wenn der Delfin weiter auseinandergestellt ist und dass das aber genau die Haltung ist, mit der du optimal deinen Schultergürtel trainierst. Und man sagt, so 35 fröhlich ausgeführte Delfine mit Lächeln auf den Lippen sind eine sehr gute Vorbereitung, um sicher in den Kopfstand zu gehen. Weil gerade beim Kopfstand, da geht es überhaupt nicht darum, in irgendwas sich reinzuspringen. Das ist nicht wie vom 5-Meter-Brett springen, sondern das ist etwas, was man ganz solide aufbaut, Stein für Stein. Festes Fundament, Mittelachse im Blick behalten, Atmung im Blick behalten, Freude bei der Sache haben. Dann komm auf deiner Matte in ein kurzes Shavasana. Bevor du dich für Savangasana, alle Glieder, alle Teile bereit machst, kannst du dir auch noch mal durch den Kopf gehen lassen,
Ob es irgendwas gibt in deinem Leben, ein Thema oder ein Projekt, wo es hilfreich wäre, mal eine andere Perspektive drauf zu bringen und mit diesem Projekt oder dem Thema vor Augen in die Haltung hineinzugehen. Entscheide, ob du den Schulterstand klassisch halten möchtest oder unterstützten Schulterstand. Bei der klassischen Variante kannst du auch, um den unteren Rücken ein bisschen zu schonen, die Füße aufstellen, die Arme rechts und links am Körper, Handflächen nach unten als Hebel und dann bring mit der nächsten Einatmung die Beine, das Gesäß nach oben. Und um dich noch mal ein bisschen besser reinzujustieren, kannst du die Knie absenken Richtung Stirn einmal. Und wenn so die Schulterblätter entlastet sind, die Schultern noch mal näher zusammenbringen. Bitte an der Stelle nicht mehr den Kopf drehen, völlig egal, was die anderen machen. Ich komme mal hier, magst mal gegen meine Hände drücken? Genau, da spürst du eine Aufrichtung und dann kannst du die Ellenbogen und die Schulter noch mal näher zusammenbringen und dich halten. Und magst du auch mal gegen meine Hände drücken? Ja, und kann ich hier lösen? Verbind dich gut mit deiner Atmung. Du kannst auch gerne Ujjayi-Atmung praktizieren. Das heißt, du verengst die Stimmritze. Savanasana ist ja eh auch, magst du mal gegen meine Hände drücken? Savanasana ist ja eh, dass es Vishuddha-Chakra, den ganzen Kehlkopf und die Schilddrüse aktiviert. Magst du auch mal gegen meine Hände drücken? Drück ruhig. Spür die Körperspannung, dann kannst du die Ellenbogen noch ein bisschen näher zusammenbringen. Und halten. Und tiefe Atmung, verbinde dich mit deinem Atem. Oh, da geht doch noch was. Kannst gerne mal gegen meine Hände drücken. In meine Richtung, genau. Ellenbogen noch ein bisschen näher zusammen. Und halten. Und wer mag, kann gerne auch mal mit Beinvariationen arbeiten. Schere, eins nach vorne, eins nach hinten. Oder Grätsche, magst du auch mal gegen meine Hände drücken? Ich spüre noch gar keinen Druck, es kommt alles von alleine. Ellenbogen vielleicht noch ein bisschen, ja, wunderbar, sehr schön. Und halten. Fuß Namaste, Adler. Viele schöne Variationen gibt es. Man kann auch in den Lotus. Oder du kannst als Variante, als aus dem klassischen Savanasana heraus das rechte Bein mal anbeugen und den Fuß, den rechten Fuß aufs linke Knie setzen, vorne. Und dann die ganze Geschichte nach hinten absenken, bis das linke Bein parallel zum Boden ist. Und da im Moment halten. Und dann mit der nächsten Einatmung beide Beine wieder nach oben bringen. Und dann die Beine wechseln, also das rechte wieder durchstrecken, das linke anbeugen, linken Fuß aufs rechte Knie und dann das gestreckte Bein nach unten bringen. Wieder nach oben. Komm nochmal in die Grundstellung und dann mit der nächsten Ausatmung entweder mit einzelnen Beinen oder mit beiden Beinen in Halasana, in den Flug. Und wer sehr beweglich ist und einen unproblematischen Rücken hat, kann auch mal eine dynamische Variante ausprobieren, dass du
quasi die Beine in die Schere gibst, also ein Bein nach vorne, eins nach hinten, und dann abwechselnd versuchst, mit der einen Zehenspitze und mit der anderen Ferse auf den Boden zu tippen. Also das eine Bein muss dann auch gebeugt sein. Also nicht beide nur hinter dir, sondern das eine vor dir und das andere hinter dir. Oder du kannst alternativ eine dynamische Flug-Vorwärtsbeuge-Abrollung machen. Das heißt, du bist in Halasana und rollst dich über den runden Rücken nach unten ab, nach hinten ab, und so, dass du direkt von hier aus in eine Vorwärtsbeuge kommst. Und von der Vorwärtsbeuge dann wieder die Arme nach vorne und mit langsamem Rückrollen zurück, also Vorwärtsbeuge am Boden, nicht im Stehen. Vorwärtsbeuge am Boden und dann von der Vorwärtsbeuge wieder zurückrollst in Halasana und das mit der Atmung verbinden. Dynamische Variante. Genau, und mit der Ausatmung kannst du dich dann mit rundem Rücken wieder zurückrollen in Halasana, Vorwärtsbeuge. Das geht nur nicht mit Kissen, sondern mit der klassischen Variante. Und dann komm beim nächsten Mal, wenn du in Halasana warst, nochmal in die Ausgangsstellung von Savangasana zurück und entscheide dann für dich, ob du von hier aus direkt weitergehen möchtest in Setu Bandhanasana, in die Brücke, oder dich langsam abrollen, Wirbel für Wirbel. Und dann vom Boden aus mit der nächsten Einatmung die Beine anziehen, das Gesäß heben, also die Beine aufgestellt, hinterm Rücken Gesäß heben. Und wer weitergehen möchte, kann von hier aus weitergehen in Dharanurasana, ins Rad. Auch eine sehr schöne Umkehrstellung, Herz über Kopf. Teile dir hier die Kraft gut ein, dass du genauso achtsam und elegant wieder aus der Haltung herausgehst, wie du hereingegangen bist. Roll dich dann Wirbel für Wirbel ab, und nach dem Rad kann es wirklich angenehm sein, die Füße mattenbreit aufzustellen und die Knie zusammensinken zu lassen oder auch ein Päckchen bilden. Und deinem unteren Rücken eine kleine Massage geben von Seite zu Seite oder kreisförmig ums Kreuzbein herum mit angezogenen Beinen. Wenn du nicht schon hast, zieh die Beine zu dir heran und komm dann über die Längsrolle, gern auch über die ganze Wirbelsäule vom Becken bis zum Nacken hoch, ein paar Mal gerollt, nach oben zum Sitzen. Da wir jetzt gerade schon mehr oder weniger eine dynamische Vorwärtsbeuge eingebaut hatten, machen wir jetzt als Variante eine seitliche
Beuge mit gegrätschten Beinen dafür. Leg die Beine so weit wie möglich auseinander. Schau, dass du aber auch hier wieder gutes aufgerichtetes Becken hast. Kannst auch gerne hier wieder Mula Bandha setzen. Füße sind geflext, Beine gestreckt, Kniekehlen saugen sich am Boden fest. Find hier wieder deine Mittelachse, deine Atmung mit der Einatmung. Lass die Arme nach oben wachsen. Dreh dich schon mal zur Seite, zur rechten hinüber. Rechte Hand kann Richtung linker Oberschenkel und linker Arm Richtung Fußzehen oder Bein oder in der Luft schweben. Verbind dich hier mit deiner Atmung und schick deine Ausatmung besonders in die Stellen hin, die jetzt besonders gedehnt werden. Gedehnt oder auch kompressiert. Beides ist ja in der Haltung. Schließ gern die Augen. Atme dich in die Dehnung hinein. Einatmen, bring den rechten Arm wieder, den linken Arm, Entschuldigung, wieder nach oben. Komm zur Mitte, richte dich nochmal in der Mitte aus. Und dann mit der nächsten Einatmung Arme wieder nach oben wachsen. Hier nochmal richtig schön lang ziehen, spür deine Gesäßhocker am Boden. Dreh dich ein, also die linke Schulter eindrehen. Linker Arm wandert zum rechten Oberschenkel. Rechter Arm über die Seite. Verbinde dich mit deiner Atmung. Schau, wo dein Geist gerade ist, der in der Übung ist, oder in der Gegenwart ist, oder in der Vergangenheit oder Zukunft. Mit der nächsten Einatmung komm wieder nach oben, richte dich in der Mitte auf, schließe die Beine und komm dann in die Gegenhaltung, in die schiefe Ebene oder den Tisch. Mit der nächsten Einatmung bring dein Gesäß nach oben. In der schiefen Ebene streben die Fußsohlen Richtung Boden. Verbind dich mit deinem Atem. Ausatmen, lass dein Becken wieder sinken und komm über die gerätschten Beine oder deine Art in die Bauchentspannungslage. Und im Sinne von Umkehrstellungen gibt es jetzt heute auch nochmal die wunderbare Möglichkeit, in der Heuschrecke nochmal tiefere Erfahrungen zu machen. Wer da Hilfestellung haben möchte, kann gerne auch Zeichen geben oder ich sehe es beim Rumgehen. Die Heuschrecke, wenn die ja, tiefer eingenommen wird, ist es ja am Ende auch eine Herz-über-Kopf-Haltung. Die Heuschrecke, stell dein Kinn auf, bring die Hände unter deinen Körper in der Form, wie es für dich angenehm ist, so dass du eine gute Hebelwirkung hast mit deinen Händen, mit deinen Armen. Und dann sammle deine Kraft. Presse dein Schambein nochmal in den Boden auf die Hände. Setze Mula Bandha.
Schütze den unteren Rücken und mit der nächsten Einatmung bring deine Beine so weit wie möglich nach oben. Geht das? Spüre deine Kraft aus. Kapalabhati. Geht das? Hier im Raum fliegt ein ganzer Heuschreckenschwarm herum. Und mach die Erfahrung der Umkehrstellung in der Haltung der Heuschrecke. Und was der Gajendra gerade vormacht, ist auch sehr schön. Das ist die unterstützte halbe Heuschrecke. Die hilft einem wirklich mal eine Idee davon zu bekommen, wenn man vielleicht noch nicht ganz die Kraft zusammengesammelt hat, beide Beine von alleine so hoch zu heben, wie es ist, in welche Richtung das geht. Und wenn der Körper das mal schon mal so simuliert hat, dann fällt es ihm nämlich später auch viel, viel einfacher, dahin zu finden. Also bei der halben unterstützten Heuschrecke bringst du ein Bein nach oben und setzt dann einfach die Fußsohle unter das Knie oder unter den Oberschenkel. Wer es nicht schon ausprobiert hat, könnt ihr es einfach auch nochmal beidseitig ausprobieren. Es ist schön, um zu merken, wo es hingehen kann in dieser Haltung. Der liebe Gajendra soll natürlich auch mal dieses schöne Fliegegefühl bekommen. Ja, geht doch. Und mit der nächsten Ausatmung komm in die Bauchentspannungslage. Stell hier in der Bauchentspannungslage deine Hände unter die Schultern, drück dich nach oben, komm nach oben in den Vierfüßlerstand. Und hier machen wir auch nochmal eine kleine, vielleicht nicht ganz so typische Umkehrstellung-Variante. Aber erst kannst du deinem Rücken auch nochmal eine schöne Katze-Kuh-Bewegung, Dehnung schenken, indem du wirklich vom Becken aus anfängst, diese Bewegung deine ganze Wirbelsäule entlang wie eine Welle bewegen zu lassen. Also das Becken gibt den Rein- und Raus-Bewegungsimpuls. Und dann komm in die neutrale Stellung. Und bei der neutralen Stellung, ich mache es vielleicht auch nochmal vor, den ersten Teil kennen die meisten, der zweite ist dann ein bisschen hakeliger, was rechts, links, oben, unten angeht. Also mit der nächsten Einatmung verlagere dein Gewicht auf die linke Hand, löse die rechte Hand, bring sie mit der Einatmung weit nach oben, schau zu deiner Hand. Mit der Ausatmung fädel dich unten durch, soweit bekannt. Hier kannst du schön deine Schulter und deine Schläfe auf dem Boden ablegen. Und wenn du die Übung jetzt noch ein bisschen verstärken möchtest, kannst du deine linke Hand nach vorne durchstrecken, sodass der Arm gestreckt ist. Hand gerne gespreizt und dann kannst du auch dein linkes Bein heben und nach hinten oder oben strecken mit
geflexten Fuß. Also theoretisch könnte es von deiner Hand, linken Hand bis zum linken Fuß, eine lange Bahn sein. Herz über Kopf ist auch ein bisschen eine Gleichgewichtsübung. Und mit der Ausatmung setze das Bein wieder ab, bring die linke Hand wieder in die Ausgangsstellung, einatmen, unter dir hervorziehen, nochmal nach oben schauen, ausatmen, absetzen. Hier kannst du gerne nochmal die Wirbelsäule durchbewegen. Und dann verlager das Gewicht auf die rechte Hand. Bring die linke Hand mit der Einatmung nach oben. Mit der Ausatmung fädel dich unten durch. Lege erstmal Schulter und Schläfe ab, soweit das möglich ist. Dann wandere mit dem rechten Arm, was ist es jetzt? Also mit dem aufgestützten Arm nach vorne. Und wenn du magst, hebe auch das gleiche Bein. Und probiere, ob es möglich ist, dass dein Becken dabei nicht zur anderen Seite wegrutscht. Verbinde dich mit deiner Atmung. Mit der Ausatmung setze das Knie, das gehobene, wieder ab. Stell den Arm wieder zurück. Mit der nächsten Einatmung zieh den unteren Arm unter dir hoch. Durch, bring ihn nochmal hoch nach oben. Ausatmen, setze ihn ab. Und dann bring mit der nächsten Ausatmung dein Gesäß ein wenig Richtung Fersen. Lass die Arme nach vorne wandern. Komm in eine Pantherhaltung oder zumindest eine sich ordentlich streckende Hauskatze, die alles langzieht. Wander mit den Fingern auf der Matte noch ein paar Zentimeter weiter nach vorne. Zieh die Arme lang, Rücken lang. Und wenn du deinen ganzen physischen Körper so lang gezogen hast, wie du kannst, entspanne mit der nächsten Ausatmung, senke das Gesäß, wander mit den Armen seitlich nach hinten in Garbhasana, die Stellung des Kindes. Und hier lass dich richtig schön hineinsinken. Genieß das Gefühl des Getragenseins. Spür nochmal von innen durch den Körper hindurch, ob du irgendwas findest, was gerade noch meint, in Charge sein zu müssen, sich anstrengen zu müssen. Und kannst du dem vielleicht eine liebevolle Ausatmung schicken und sagen, dass es sich mal gerade entspannen kann. Einatmung. Roll dich ganz langsam, Wirbel für Wirbel, körperbewusst nach oben. Der Kopf folgt ganz zum Schluss. Komm im Fersensitz zum Sitzen. Richte dich hier auch nochmal gut ein und auf für einen dynamischen Drehsitz aus dem Fersensitz. Mit der Einatmung bring die Arme weit nach oben. Zieh dich hier nochmal richtig schön lang. Du kannst auch mal so die Hände Seite für Seite nach oben, als wolltest du die Glühbirne auswechseln in der Decke. Und dann mit der Ausatmung dreh dich
zur rechten Seite rüber. Linke Hand an der Außenseite des rechten Oberschenkels. Einatmen, bring die Arme wieder nach oben, nach vorne. Zieh dich hier nochmal ganz lang, solange du kannst. Ausatmen, zur anderen Seite rüber. Nächste Einatmung, bring die Arme wieder nach oben und vorne. Ausatmen, lass die Arme sinken. Mach dich bereit für die Tiefenentspannung. Shavasana, nimm dir dafür alles, was du brauchst. An Strümpfe, Jacke, Decke. Und haben Muskeln ja besonders gut entspannen können. Wenn sie vorher angespannt wurden, gehen wir nochmal einmal systematisch durch den Körper. Dafür hebe das rechte Bein, flex den rechten Fuß, spannen das ganze Bein an, hoch bis zum Gesäß. Halte die Spannung. Spannung halten. Und löse, entspanne. Spür die Entspannung. Dann heb das linke Bein, flex den linken Fuß, spann das ganze Bein an, hoch bis zum Gesäß. Halte die Spannung. Spannung halten. Und löse, entspanne. Spür die Entspannung. Dann presst die Fersen und die Schultern in den Boden, hebt das Gesäß ein wenig, spann den ganzen Körper an wie einen Flitzebogen. Halte die Spannung. Spannung halten und lösen, entspannen. Spür die Entspannung. Nochmal die Gegenbewegung, press den unteren Rücken in den Boden, spann die Bauchmuskeln an, spür deinen starken Rumpf. Halte die Spannung. Spannung halten und lösen. Entspannen. Heb die Arme, mach die Hände zu Fäusten. Zieh alle Muskeln in deinem Gesicht zusammen zur Nasenspitze, als hättest du auf eine saure Zitrone gebissen. Halte die Spannung. Spannung halten und lösen, entspannen. Spür die Entspannung. Und dann nochmal die finale Anspannung. Heb dafür die Arme, spreiz die Finger, zieh die Finger so nah wie möglich zu den Füßen. Wenn möglich, heb die Beine, heb den Kopf, reiß die Augen auf, reiß den Mund auf, streck die Zunge raus, guck nach hinten. Halte die Spannung, spann den ganzen Körper an. Spannung halten und mit lautem Löwenbrüllen entspannen. Spür die Entspannung. Und schau nochmal, ob für Shavasana du gut eingerichtet bist. Du kannst auch gerne mit der Ausatmung deinen Kopf zur Seite bringen. Einatmen, wieder zur Mitte. Ausatmen, andere Seite. Einatmen, Mitte.
Hier kannst du dann vielleicht dein Kinn 1-2 Zentimeter näher zum Brustkorb bringen, sodass sich der Nacken gut strecken und entspannen kann. Und dann folge den von mir angesagten Autosuggestionen, indem du deine Aufmerksamkeit zu den angesagten Körperteilen bringst und die Ansagen innerlich wiederholst. Ich entspanne meine Füße. Ich entspanne meine Füße. Meine Füße sind entspannt. Ich entspanne meine Beine. Ich entspanne meine Beine. Meine Beine sind entspannt. Ich entspanne mein Gesäß und mein Becken. Ich entspanne Gesäß und Becken. Gesäß und Becken sind entspannt. Ich entspanne unteren Rücken und untere Organe. Ich entspanne unteren Rücken und untere Organe. Unterer Rücken und untere Organe sind entspannt. Ich entspanne oberen Rücken und obere Organe. Ich entspanne oberen Rücken und obere Organe. Oberer Rücken und obere Organe sind entspannt. Ich entspanne Hände und Finger. Ich entspanne Hände und Finger. Hände und Finger sind entspannt. Ich entspanne die Arme. Ich entspanne die Arme. Die Arme sind entspannt. Ich entspanne Schulter und Nacken. Ich entspanne
und Nacken. Schultern und Nacken sind entspannt. Ich entspanne Unterkiefer und Zunge. Ich entspanne Unterkiefer und Zunge. Unterkiefer und Zunge sind entspannt. Ich entspanne Augenlider und Augen. Ich entspanne Augenlider und Augen. Augenlider und Augen sind entspannt. Ich entspanne die Stirn. Ich entspanne die Stirn. Die Stirn ist entspannt. Ich entspanne den ganzen Körper. Ich entspanne den ganzen Körper. Der ganze Körper ist entspannt. Stell dir vor, du liegst an einem wunderschönen Ort in der Natur. Das kann ein Ort in deiner Fantasie sein oder ein Ort, der dir wohlvertraut ist. Spür, wie es sich anfühlt, dort zu liegen. Spür den Untergrund. Hör die Geräusche, die dort sind, an diesem Ort. Riech die Gerüche, die man dort riechen kann, an diesem Ort. Lass dich mit jeder Ausatmung noch ein wenig tiefer in die Umarmung, in die Geborgenheit dieses Ortes hineinsinken. Und genieße das Gefühl des Getragenseins und der Geborgenheit noch einen Moment in Stille.
Komm dann langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit in dem Raum an, in dem du liegst, in dem Körper an. Halt die Augen gern noch geschlossen und wenn du magst, setze dir die folgende Affirmation. Ich bin gestärkt und erfrischt. Ich bin gestärkt und erfrischt. Vertiefe dann deine Atmung. Spür, wie frisches Prana, frische Lebensenergie dich durchströmt. Schicke kleine Bewegungsimpulse in die Hände, in die Füße. Lass die Bewegung langsam größer werden. Recke dich, strecke dich, seufze und gähne. Mach die Bewegung und die Geräusche, die dir jetzt gut tun. Wenn du magst, leg dich nochmal auf die rechte Seite. Und komm dann über die Seite oder auf deine Art und Weise nach oben zum Sitzen. Dass wir gemeinsam die Stunde ausklingen lassen können. Mit dem Lukha Samasta Sukhinu Bhavantu mögen alle Wesen in allen Welten Glück und Harmonie empfangen. Richte dich nochmal gut ein und auf und atme ein für Om. 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 Lukha Samasta Sukhinu Bhavantu Lukha Samasta Sukhinu Bhavantu Lukha Samasta Sukhinu Bhavantu Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Frieden, Frieden, Frieden. Und der Gruß an den Meister, in dessen Tradition wir hier leben, lehren und praktizieren. Om Bolo Satguru Shivananda Maharajaki. Jai. Ja, ich danke euch für euer Dasein, für eure Praxis. Ich hoffe, die Stunde hat euch gut getan. Wenn es euch online gefallen hat, freuen wir uns über Likes, wenn es euch gefallen hat. Und eine wunderschöne Zeit noch hier. Wenn ihr Fragen habt hier im Raum, könnt ihr gerne noch auf mich zukommen oder in den Chat schreiben. Om Namah Shivaya und guten Appetit allen, die sich jetzt am wunderbaren Buffet ergehen dürfen.